Ach, das ist guter Gork, Daniel. Okay. Du hast nur einen schwachen Magen. War schon ein guter Übergang eigentlich jetzt. Super. Okay, bereit, Tobi? Ja. Okay. Yay, wir sind wieder zurück, Tobias. Was machst du da in der Ecke? Tobias, hier. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Hier, Tobias, ess was. Iss was. Oh Gott, nein, nicht noch mehr. Yeah. Warte, genau hier so. Wir mussten so eben mit ansehen, wie unser Grog-Problem immer mehr und mehr eskaliert ist. Unser Grog-Problem. Ah, ah, ah. Oh, okay. Doch jetzt. Oh, guck mal, Die Tür zu Vincent Weevils Suit ist offen. Aha. Das ist aber eigenartig. Mhm. Warum hat der einen Brunnen? Warum haben wir keinen Brunnen? Der Was ist denn doch, hier los? Er hat doch auch nur gesagt, dass man hier durch musste, ne? Wegen Aufzug und so. Die anderen Fahrzeuge, sag ich schon. Die Fahrstühle waren ja alle blockiert. Alter, aber das ist eine fette Suite, sag mal. What wow. the fuck? Alliterationen und du. Wie man eine Köpfung überlebt. Wie man Spinnenweben los wird. Und übrigens, die ganze Kiste ist voll Spinnenweben. Exquisite Äpfel. Eine Diät Vorschlag. Und Spechte oh können Holz haben. Das ist nur lustig, wenn man das im Englischen vorliest. Ah, Exquisite Apple. Tobi, geht das so mit deiner Ernährung? Ja, das ist How to be smug. How to not get murdered. Ah. Hier ist übrigens ein Tutorial, wie man nicht umgebracht wird. Finde ich gut, warte. Okay, und hier ist ein Tutorial, wo steht Toilets Volume 1. Bloody Poop, Alter. Oh, Toilets Volume 3. Oh Sink Poop. Tutorials Volume 2. Sink Poop. Volume 2. Poop harder. Übrigens, jetzt sind extrem viele Monkey Island Anspielungen. The Life and Times of Guybrush. Freefoot, I guess. Woodchucks Guts can and Bloody chuck Poop. Wood. Exposed. How to show off your wealth. Poop harder. Okay. Sink Poop. Der Typ hat auf jeden Fall einen extrem seltsamen Geschmack. Was seine Bücherwahl angeht. Blutige Fäkalien. Sehr schön. So, Tobias, was machen wir jetzt? Oh! Hi! Oh Gott! Tut mir leid! Hi! Ich wollte heimlich trinken. Ah, okay. Heimlich trinken. Sie kriegst du immer so einen Globus oder so? Alles ist gut. Ja, genau. Wo ist der Globus? Okay, The Vault. Okay. Oh. Ja, da heißt doch die Kammer, oder? Ein Display Case. Nicht anfassen. Display Cases können die beliebtesten Bücher, beinhalten. Sollen wir das Buch examinieren, anschauen, Tobias? Ja, natürlich. Möchte ich. Push the button. The book is called Valkyrie. Okay. Dieses Buch Valkyrie, heißt oder? Ja, genau, Valkyrie. So wie das wundervolle Lied, der Song von Wagner, der Ritter Valkyren. Hast du vielleicht schon mal gehört? Tobias, ist jetzt die härteren Sachen übergegangen. Ist jetzt goldene Äpfel. Hier, komm, da habe ich noch ein paar für dich. Ey, ess mal einen, ohne Witz, und dann guck mal in dein Inventar, also drück mal dein E, guck mal, was du bekommst, ey. Absorption, Regeneration, Resistenz, Feuer, ach du liebe Zeit, okay. Kein Wunder. Das ist Mess, Alter. Das hier erstmal. Was hast du gegessen? Fuck. Sollen wir die Scheibe einschlagen und Valkyrie lesen, oder meinst du, das ist nicht erlaubt? Oder ist, wenn du den Knopf drückst? Dann sagt er nur, hast du den Knopf nicht gerade gedrückt? Ach so, oder war ich? Okay. Ey, weiß nicht, du willst kaputt schlagen? Looks like you need to spell out something to open. Ey, ich glaube, das ist bloß ein Bild, Daniel. Ja, aber das ist doch so ein Bilderrahmen, wo man irgendwas reintun kann. Aber vermutlich kann die braunen Bücher eh nicht lesen, also lass das lieber nicht kaputt machen. Ach du heilige Scheiße. Okay, hallo liebe Leute, unsere heutige Serie Minecraft, Let's Play Minecraft Together mit Tobias LP und Daniel LP. Hi. Wir versuchen jetzt für die nächsten 35 Minuten das Rätsel zu lösen und verzweifeln daran. Ich möchte jetzt schon mal ankündigen. Ja. Warte. Ich brauche noch einen Konzentrationsschluck aus meiner Wissensbuddel. Ah, so. Jetzt geht los. Hier, Rätsel warte, gelöst. Ich habe auch schon eine Idee, wie das funktioniert. Vermutlich müssen wir einfach nur Valkyrie buchstabieren hier. Ach genau, also genau. V. Mach mal. Hast du ein A gefunden schon? Ja. Ah ne, müssen wir wirklich auch nach der Reihe machen, oder? Ich probier's mal aus. Okay, ja, also ja. Erst V. So, V. V. A. Okay, L. Hab ich. Ah, hier ist ein L. K. Ist da links neben, oder? Ja. Valkyrie. So, ja, oder? Nee. Oh Gott, wir können hier nicht mehr raus. Oh Gott. Valkyrie. Curie, oder? Ja. Also. Valkyrie. Ach du Scheiße.
Ride of the Valkyrie. Valkyries. Valkyrie. Nee, Quatsch. Ja, dort, ich glaube, das untere, oder? So, Valkyrie. Okay. K. Okay, wir haben jetzt eine V, ein A, ein L und okay, K. Y. Hier hinten. R. Ja. Ja. I. Hier ist ein I. Bei dir irgendwo? E. Ist mal bei dir auch irgendwo. Woohoo! Oh Gott, Tobias! Oh mein okay, Gott! Nach endlosen 40 Minuten haben wir endlich geschafft, dieses. Wir haben nicht geskippt, also wir ich haben. Ich weiß nicht, ob ihr den, wie soll ich sagen, den Cut gesehen habt, aber in Wirklichkeit haben wir natürlich einen Cut machen müssen. Ja. Und. Wenn ihr wisst, wo der Cut war. Ja, genau, dann müsst ihr. Könnt ihr euch ruhig schreiben, schreibt ihr das. So, wir machen dann mal das Programm weiter. Tobias, ich merke gerade, ich habe wenig Grog. Tobias wird schon schießwütig. Aus irgendwo ist plötzlich eine Höhle hier. Gib mir den Grog! Oh Gott, tu mal hier, Tobias. Oh, okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, da sind Notizen, die solltest du auf jeden Fall durchlesen. Ah, Clue, Vincent Diary. Hier, trink mal den Trank, der da drin ist. Was ist denn das? Trank der Schwäche? Oh, übrigens habe ich gerade das Klingt Gefühl, gut. Tobias, dass sich irgendetwas innerhalb der Bücherei geöffnet hat. Könnte das vielleicht eine Tür sein? Okay. Nein. Okay, jetzt das Tagebuch. Liebes Tagebuch, heute habe ich mich dazu entschlossen, mein Tagebuch im, wie nennt man das hier eigentlich? Vault ist ein Schließfach sozusagen. Ist ja so okay. Also da, wo man, weißt du, so, wo man Wertsachen einschließt, Tresor oder so eine Art. Sagen wir mal, ich nenne es jetzt mal Tresor. Heute habe ich mich dazu entschlossen, genau. Mein Tagebuch im Tresor einzuschließen. Weil ich wirklich, 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 wirklich plus Unendlichkeit plus 2 hoch irgendetwas nicht möchte, dass irgendjemand meine peinlichen Geschichten liest. Super, okay. Wollen wir die Geschichten lesen? Ja, okay. Natürlich wollen wir die lesen. Er macht sich ganz viele Sorgen über Riley, seinen Vater, der letzte Woche gestorben ist und er hat einen letzten Willen hinterlassen, ja. Und er weiß nicht genau warum, aber er hat einfach all seine ganzen Reichtümer ihn vermacht, also den Mr. Vincent Weevil, okay. Und als wenn er nicht schon reich genug wäre. So, ich übersetze nicht alles, das ist zu anstrengend. Needless to say, he's very handy started to get lucky. Okay, er vertraut dir nicht. Zumindest hat er irgendwas Komisches geplant, irgendwas ausgehackt. Okay. Und wenn ich ehrlich bin, dann interessiere ich mich nicht wirklich dafür. Wie auch immer, ich bin absurd reich. Dieses Geld wird mich für mein Leben lang ein sehr, sehr widerlich reiches Leben führen lassen. Übrigens, ich hätte die Tür einfach gerade mit der rechten Maustaste aufmachen sollen. Ich Idiot stand davor und wusste nicht, wie ich durchkomme. Gott verdammt. Oh, tu mal hier, Tobias. Ey, Daniel, wie sind wir eigentlich reingekommen jetzt hier? Ey, guck mal, hier ist was offen. Guck mal hier. Elevator to Lounge. Oh, warte mal. Oh, hier ist wieder eine Pause. Zurück, Tobias. Da vorne war noch eine Tür. Da war eine Tür. Vielleicht hat die sich auch geöffnet. Wo denn? Alter, was sind das überhaupt für widerliche Bilder hier? Nur mal so ganz nebenbei. Hier, er ist kaputt. Wieso machst du die kaputt? Ja, weil die mir nicht gefallen. Du weißt doch, wenn einem was nicht gefällt, dann macht man das. Ey! War das nicht? Guck mal, was du gemacht hast. Ja. Oh. Das habe ich überhaupt nicht gesehen gerade. Was steht denn da? Congratulations on finding? Ja. Herzlichen Glückwunsch, den obligatorischen Raum hinter ein, wie soll ich sagen, verdächtig aussehenden Gebilde zu finden. Gott. Oh Mann. Okay. Lass mal gucken, ob man vielleicht durchkommt. Ja. Guck mal, man muss das kaputt machen, siehst du? Siehst du? Wir haben ein Easter Egg gefunden. Gar nicht kaputt machen. Du saufst immer nur im Brunnen. Oder jetzt sogar schon außerhalb des Brunnens. Ich trink Wasser. Aha, okay, natürlich. Komm hier. Wie war's nochmal? Bring Robbie Bubble mit. Hab ich. Das ist Robbie Bubble. Das ist kein Alkoholding-Trink. So. Ja, dann. Bing! Okay, wir sind schon wieder unten. Ja schon Hallo. Oh Gott. Hallo? Oh. Oh. Wir übrigens, vermutlich ist Sensali jetzt der Einzige nicht hier. Wir sind übrigens eine Person, du weißt ja vielleicht, eigentlich sind wir ein und dieselbe Person, Tobias. Wir sind nur eine gespaltene Persönlichkeit. Du bist die gute Hälfte und ich bin die schlechte Hälfte. Und, bin nur ein Schemen, der dir folgt. Hallo, wir sind da. Oh. Okay.
Achtung, wichtige Zeichen, Schilder voraus. Tobi, du kannst schon mal Easter Eggs suchen, wenn das nicht hier doof rumkumpelt. Ich bin nur ein Schemen. Okay. Willkommen in der Lounge. Hier. Bla bla bla. Alter. Bleibt alle hier. Ah. Ah, okay. Ah. Ah. Aha, aha. Übrigens, nein, hier auf den Schildern steht so viel wie, wir müssen jetzt gleich dort vorne hinten sehen, wie diese hässlichen Köpfe, wir müssen irgendjemanden accusen, dass halt hier der Mörder ist, okay? Weißt du? Ah, wir haben ja jetzt, also nochmal zusammenfassen, wir haben jetzt die ganzen Indizien und auch teilweise Beweise sogar gesammelt, die auf irgendeinen in diesem Raum hier hinweisen und wir müssen sozusagen wie so ein Brettspiel, mir fällt der Name ehrlich gesagt gar nicht ein, aber da kennst du auch, dieses Brettspiel, wo man... Ich habe das früher bei wo man diesen übrigens. Also, die auch bei Warcraft hatten so eine Map und so. Und da gab aber auch so ein Brettspiel, ich weiß, Cluedo hieß es. Ja. Und da musste man auch nach Indizienzusammentragung, musste man dann am Ende man hatte nur einen Versuch und musste Mörder bestimmen. Also, musste sagen, deswegen bist du der Mörder zum Beispiel. Und ja, das müssen wir wahrscheinlich auch machen. Kann das sein? Mhm. Wir müssen jetzt sozusagen hier ihnen entweder Fragen stellen. Also wir können Dinge hier reinwerfen und befragen dann die Leute, was das denn zu tun hat, sozusagen. Ah. Und wir müssen Leute akkusieren, also accusen, also anschuldigen. So, haben wir mal ganz viel gelernt, sogar ein bisschen Latein nebenbei. Und ja, wir dürfen Leute aber nicht mehrmals nach einer Sache fragen, weil dann nämlich das Ganze ein bisschen... Oh, guck mal hier hin. Weil das Ganze dann halt buggy ist. Also wir dürfen nur über ein Item die Leute einmal fragen. Wir müssen uns das dann direkt merken, sozusagen. Ah, guck mal hier. Hier sind fünf Clues. Oh Gott. Ich habe aus Versehen was gelesen. Fuck. Ah, Hint. Also wenn wir nicht weiterkommen, können wir auch hier reingucken. Okay. Ah, okay. Gut, ich habe gerade gelesen, was da stand. Scheiße. Oh Gott, verdammt. Echt, hast du? Ganz kurz. Oh Mann. Hast du eigentlich auch diese Musik hier die ganze Zeit? Nee, ich habe die Musik irgendwie aus die ganze Zeit schon. Ist die gut? Okay, ich glaube, ich muss meinem Mitbewohner gleich mal in den Arsch treten. Im Ernst, okay. Tut mir leid, ey. Aber das ist extrem laut. Ich hab die ganze Zeit schon Angst, dass du das hörst. Mitbewohner? Hörst du das? Meinst unser Mitbewohner, der in unserem Kopf wohnt? Nein. In meinem Grab unten in der Gruft, da wohnen nämlich noch ein paar andere Leute. Und die spielen gerne mal laute Orgelmusik ab. Und ich frage dich die ganze Zeit, ob du das hörst. Weil ich bin eigentlich nur eine Projektion deiner Gedanken. Und ich bin eigentlich gar nicht hier, weil ich bin eigentlich im Grab. Und ey. Tut mir leid. Ich glaube, ich muss einen Schluck Grog trinken. Entschuldigung, hier, das war ein Steak. Hier, dann kannst du wieder heilen. Nee, schon gut. Bin voll geheilt. Okay, gut. Ehrlich. Okay, was stellt sich hier rein? Okay, hoppeli-poppeli. Wir flitzen zurück in den Engine Room, in den... Warum? Oh nein, wir konnten nicht zurück. Oh nein! Warum? Was wäre denn? Ja, weil wir müssen doch Wrench den Wrench zurückgeben. Und dann wird er uns doch irgendwo reinlassen, weißt du noch? Scheiße, oh nein, dann haben wir es verkackt jetzt. Wir können nicht mehr zurück. Nee, wir haben es nicht verkackt. Doch, wir können aber noch durch unsere geistige Fähigkeit zu denken, können wir vielleicht auch noch was machen. Okay, Sekunde. Gibt es hier irgendeine Kiste, wo die ganzen Clues rein. Weißt du was, komm, wir gehen mal zu der Hintkiste so. Und da werde ich jetzt den ganzen useless Shit reindumpen. So. Okay. Ich klicke diesmal hier nichts an. So. Das da. Poop, Wrenches. Ah ne, warte mal, die Wrench brauche ich vermutlich. Poop brauche ich vermutlich. Wasserflasche brauche ich nicht. Hast du die Guts noch und so? Die habe ich gerade reingerichtet. Die habe ich doch nicht. Aber Vincents Bodyparts habe ich. Dann nehme ich die auch mal mit. Dann kann ich die Leute dann befragen. Gut. Hier die Clues, also ist nur mal so ganz nebenbei, so als kleiner Cheat oder als kleine logische Denkung hier, ne? Es gibt hier vier Clues, die hier in der Kiste drin liegen, falls man einen verloren hat. Und wir haben drei gefunden. Also den vierten hätten wir vermutlich bekommen, wenn wir die Kacke mit Wrenches Wrench nicht verkackt hätten. Ja. Okay. Gut, wir haben natürlich wieder Sachen verkackt. So. ich sortiere mal kurz die Sachen hier, die ich habe. Die Bücher, die ich habe. Und das sortiere ich. Und das sortiere ich. Und das sortiere ich. Und das. So, okay. Wir können Leute befragen. So, Tobias, bist du bereit? Ich bin bereit. Wir suchen. Okay. Vincent's Diary, also das Tagebuch von Vincent, ist ein Clou schon mal. Also, das werde ich mir gleich nochmal genauer angucken. Der andere Clou ist, der Killer hatte Zugang to the suit. Das bedeutet, jeder, der irgendwie, sagen wir mal, Koch ist oder so weiter, hatte Zugang zu der suit
von Vincent Weevil. Okay. Mhm. Und ein braunhaariger Mann wurde gesehen. Ich weiß, wir wissen nicht, ob er es ist, aber wir wissen, dass der Mann braune Haare hatte oder haben könnte. Mhm. Okay, ich denke mal schon, dass er braun war. Der hat hier, ja, kackbraune Haare und der da hinten auch, oder? Schwarz war nicht. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, so ganz dunkles Braun, ja, ja. Aber, also der Blonde, schließen wir den Blonden schon aus? Nee, eigentlich können wir überhaupt niemanden ausschließen, zugegebenermaßen. Warum nicht? Also der Mörder hat braune Haare, oder nicht, oder nee, wie? Es wurde nur ein braunhaariger Mann gesehen, von diesen Crew-Typen, sozusagen. Aber hier hat niemand braune Haare. Das ist das Verwirrende, weißt du? Doch, der an der Wand hinten, der rechts von dir jetzt. Der da hinten. Der Richie Rich hier hinten. Er soll wahrscheinlich braun sein, oder? Ne, der hat komplett schwarz. Ne, wenn dann eher der da hinten. Ne, der hat niemand schwarze Haare, braune Haare. Also ich glaube, nach der Haarfarbe. Er sollte ja braun sein. Okay, was haben wir denn? Wir haben Messer gefunden. Wir haben Messer gefunden und wir haben, warte mal, Messer mit Blut. Das sind mit da hast, die vielleicht hilfreich sein können. Trank des Schadens. Und ein Appel. Ein Appel. Ehrlich jetzt. Wir haben. Warte mal, wir haben das Messer, das hat im Motor gesteckt, also unten in der Engine-Room da. So, dann haben wir die Bodyparts gefunden und das Küchenmesser war voller Blut und der Typ hat irgendwie Zugang zur Küche gehabt. So, aber der irgendwie zu der Zeit war doch irgendwie. Ah nee, das war was ganz anderes. Der Typ muss also in die Küche kommen und um in Vincents Apartment zu kommen, gab es nur eine Möglichkeit und das war dieser eine komische Fahrstuhl, weil alle anderen waren aus. Genau. Okay. Daraus schließt sich, dass ich überhaupt gar keinen Plan habe, wer das sein könnte. Weil ich überhaupt nur noch weiß, dass Rich irgendwie CEO werden wollte. Genau, ja, und der war ziemlich pissig darüber. Cole Denier war aber warte mal. Chill. Also gechillt. Was hatte der? Die hatten doch auch was in ihren Kisten. Ja, genau. Wollen wir mal. Gift und. Wollen wir den Richie Rich Gift mal ansprechen Tagebuch. Auf das Gift? Weil, ich meine, der wurde zwar geköpft, aber warum hatte Richie Rich Gift? Ja? Wollen wir den mal fragen? So, Richie Rich, ja, okay, was ist mit dem Gift los? Der Frosch ist daneben, leid. Sagt er? Oh, das ist für Ratten. Und, hey, er hat zurückgenommen. Wow. Okay, Rattengift. Kann er nicht einfach Indizien klauen? Okay, hier wollen wir mal seine Rolex wiedergeben. Mal sehen, was er sagt. War das seine Rolex? Das war seine. Ja. Hey, du hast denn das gestohlen? Du Schuft! Und hat sie wieder zurückgenommen. Wow, super, Alter. Ich dachte, er gibt uns jetzt irgendwelche Informationen. Verdammt. Okay. Aber er war noch nicht schlüssig, was er sagen sollte über das Rattengift. Er meinte, gestockt. Ist für Ratten. Okay, was hatte denn, wer ist denn das hier? Guck mal hier. Wer ist denn der Cool? Das ist der Bruder hier, ne? Was? Und der war ziemlich pissig übrigens. Von dem Toten. Ohne Scheiß, ich glaube so langsam sogar, dass er seinen eigenen Bruder getötet hat. Ja, warum sollte er das tun? Also der andere hat ja ein Klick. Weil es in jedem guten Krimi so ist. Aber guck mal, der Typ da vorne hat ein Motiv, der war CEO. Der ist nur der Bruder. Der wollte CEO werden, oder? Genau, der ist jetzt CEO, weil er tot ist. Also der hat davon profitiert, von dem Tod. Wer ist er denn hier nochmal? Guck mal, der Lachende hier, der Simon Brindley. Ja, was hat denn der gemacht? Chillt. Weiß nicht, der war einfach nur ruhig irgendwie. Hat er irgendwas in seiner Kiste gehabt? Wollen wir mal fragen? Guck mal, hier seltsamer Trank. Mal sehen, was du sagst dazu. Nichts. Okay. Kartoffel? Will er nicht. I don't have anything to say about it. Okay, warte mal. Das macht keinen Sinn. Das Problem ist, wenn ich jetzt die ganzen Sachen, die ich habe, nach und nach in jeden Trichter reinlege und die immer wieder verschwinden. Wir versuchen es einfach. Simon Brindley, was sagst du zu diesem blutgetränkten Messer? Simon? Ach, thank God. Simon? Oh, er hat nichts dazu zu sagen.